Wallah, schau mal, meine letzten beiden Videos. Was ist das? Du fetter Nicht-Halala Chicken Nugget, mach trotzdem Video. Ah, wohin mit dir? Kinder in Bangladesch verdienen mehr als ich mit meinen Videos. Bastard, ich hab was für dich. Here we go! I'm a new kid, moving it, getting it done, and I'm officially the candidate for having the fun, you know? Film, fang an. Jetzt hört mal zu, ihr Flachpfeifen. Ich erzähle euch ganz kurz, wie ihr ein bisschen Butter beim Online-Shoppen sparen könnt. Alles, was ich online bestelle, egal ob Lebensmittel, Sachen für meine Videos oder sonst irgendein Scheiß, das meiste kaufe ich mit Hilfe von Letty Shop Service. Motto. Zum Beispiel vor kurzem, da habe ich mir eine überlebenswichtige Amiibo-Figur gekauft und dafür etwa einen Cashback in Höhe von 39 Cent erhalten. Hey, das ist immerhin mehr als eine Pfandflasche. Ihr wollt auch so ein Geschäftsmann werden wie ich? Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Jedenfalls, je nachdem, wo ihr etwas kauft, könnt ihr bei eurem Online-Shopping einen Cashback von bis zu 30% erhalten. 30% kommt mir irgendwie bekannt vor, aber diesmal stimmt. Letty Shop arbeitet mit mehr als 700 Partnershops, die für euch interessant sein könnten. Zum Beispiel eBay, Alternate, Galeria Kaufhof, AliExpress, Expedia oder falls ihr so wie ich immer Hunger habt, auch Lieferando. Und dieser ganze Letty Shop Service ist wirklich einfach zu bedienen. Step by step. Okay, sobald ihr eine von Letty Shop unterstützte Website besucht, erinnert euch die Browser-Erweiterung daran, dass ihr hier Butter sparen könnt. Und dann könnt ihr das direkt mit einem Klick aktivieren. Nach dem Kauf erhaltet ihr dann innerhalb von ein paar Tagen den Cashback in eurem Letty Shop Konto, den ihr dann über PayPal oder Banküberweisung als echtes Geld bekommt. Der ganze Service von Letty Shop ist dabei natürlich für euch kostenlos. Also Leute, registriert euch bei Letty Shops, installiert die Browser-Erweiterung oder die App mit dem Link in der Beschreibung und gönnt euch ein Geschenk, ein Premium-Konto mit der um 30% erhöhten Cashback-Rate, den Letty Shop allen neuen Nutzern für 7 Tage gratis gibt. Und bitte, Wallah, ladet wirklich unter Letzte Placement, ob ich ein bisschen Palaver bekomme. Ich will nichts anderes, keine Likes, keine Kommentare, nur das. Bitte draufklicken, runterladen, dann weg, Bruder. Brauchst gar nicht diese Video gucken. Klick einfach nur drauf, lad runter. Ein Mega-Erdbeben. Hi, ich hatte was mit euren Spenden gegönnt. Motto arm. Das will ich heute mit euch aufbauen. Aber bevor das Video anfängt, wollte ich mich erstmal recht herzlich bei meiner schwulen Kampflesbe Hedderchell bedanken, weil der Ehrenmann-Frau hat damals, als ich euch gesagt habe, dass meine Kamera kaputt ist, hat dem Erf seine Kamera geschenkt. Also, du willst mir die schenken? Nicht leihen, ne? Schenken. Nein, kannst du auch. Schenken. Du siehst, Kamera nimmt gerade auf, das ist Vertrag. Alles gut, ich hab doch hier eine. Das ist wie wenn Tante dir Geld gibt, machst du, nein, Tante, ich will nicht. Oh mein Gott, ich hab schon längst die angenommen und ich hab damit schon die nächsten Videos geplant. Bruder, tut mir gar nicht leid, Bruder. Ich werde jetzt damit mehr Klicks machen als du. Aber was mich viel mehr interessiert, ist jetzt nicht diese Kamera. Ich sag auch kein Dankeschön. Warum kommst du mit Schuhen in mein Zimmer? Seit Ex-Mos, seitdem ich über den hier geredet habe, bete ich 5-mal am Tag und da kommt mir mit Schuhen rein in mein Zimmer. Guck du, lach nicht, du auch. Das ist tragisch, weißt du was, Bruder? Er will vor Medical Mood, wird er sagen, Bruder, ich war YouTuber, bitte. Wie viele Suchen kennst du? Keine, Bruder, aber ich hab 500 Kabus, nimm mich. Wenn ihr jetzt rum dann hier, soll er die zurücknehmen, Alter. Hier, nein, ich bin nicht behindert auf jeden Fall. Ich nimm die einfach an. Am Ende, der geht nach Hause, ich mach so die Kamera an und ich merke, die Kamera von dem ist auch kaputt. Danke für gar nichts. Was fällt dir eigentlich ein, Hedderchell, mich so dermaßen hochzunehmen? Sehen wir etwa aus wie Brüder? Oder Geschwister? Nein, Spaß, ich küsse dein Penismuschi, danke dir auf jeden Fall dafür. Ich will trotzdem, dass du das Bild von uns auf Instagram entfernst. Nein, Spaß, Hedderchell, bester Mann, ich schwöre, der erste Mann, auf den ich meinen Mutter holen kann, ohne Bedenken, weil ich bis heute nicht weiß, ob der Mann oder Frau ist. Spaß, Bruder, ich grüße dich. Dafür brauchst du aber erstmal ein Messer. Messer habe ich immer da, weil ich bin gewohnt zu stechen, Alter. Und damit ihr auch seht, wo meine Hände überhaupt sind, brauche ich meine Spanner-Cap. Und hier reinstechen. Ich muss ja gar nicht hier reinstechen. Ich hab wohl einfach wieder Bocken. Ich lasse mich raus, ich geh mal die Backen auf. Das sind sechsjährige Kinder. Auf jeden Fall muss ich kurz eine Story erzählen. Wir hatten ja letztens unser Zuckerfest. Da war ich mit Teig in der Moschee. Als wir in der Moschee waren, gerade alle aufgestanden sind, um zum Gebet zu gehen, meint so ein Kind von hinten irgendwie: Heike! So voll laut, ne? Und Heike sagt so: Junge, halt mal deine Fresse, du Spasti, Alter. Junge, schreit dir hier in der Moschee voll laut meinen Namen, als wäre der ins Paradies gekommen. Eine Bibel, die gebe ich Ami Arapur. Das Heike krank, das wissen wir aber alle. Ich weiß sogar noch, als wir mit dem nach Japan geflogen sind, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ey, ich flieg mit dem in so einen Wald rein. Meine Mutter so, nein, nicht mit Heike alleine. Glaub mir. Er wird sich da extra verlaufen. Ja, und am Ende waren wir plötzlich zu viert in Japan. Weil ich weiß auch nicht, wie der Typ, der sein Handy sucht, da hingekommen ist. Oha, rede ich gerade von Japan, Selbstmord, Wald, daran finde ich hier so Bänder. Auf jeden Fall, während ich das Ding hier aufbaue, wollte ich euch so erzählen, wie es das Fan zu sein, ne? Ich kann mittlerweile gar nicht mehr schlafen gehen, ohne Scheinwerfer. Ich schwöre, was ist das hier? Wallah, ich bin einfach Architekturstudent geworden. Wallah, wenn das meine Mutter irgendwo zu Hause rumliegen sieht, die wirft das weg. Weil früher immer, wenn wir so Laternen gebastelt haben oder so, hat die das einfach weggeworfen, wenn das irgendwo lag. Der hat auch mein Herz damit gebrochen. Seitdem habe ich auch keins mehr. Ah, okay, das muss man alles so aufbauen. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei dem, was ich habe und den ich verhängen. Nein, Spaß beiseite. Letztes Mal war ich so in der Stadt, ne, und dann treffe ich so einen Typen aus meinem Jahrgang von damals, so ein Kanake, ne. Und meinte zu mir: Was geht, Bruder, alles klar? Ich so, ja, bei dir, meinte der.
Ja, Bruder Schokott, du machst diese YouTube. Und der hat echt gar keinen Plan von YouTube, Internet, so Scheiße, ne? Ich so, ja, meinte, ja, mein kleiner Bruder guckt dich immer, Wallah. Ich so, ja, korrekt, ne? Und ja, ja, meinte, hast du auch dieses, wie nennt man das? Dieses Abo, Mensch, Abonnenten, ne? Meinte, ja, ja. Und da war mit so einem Kollegen von sich da, ne? Ja, wie viel hast du? Ja, so 400.000, ne? Der so, Wallah, ist das viel? Ich so, ja, geht. Ist gut. Sein Kollege. Bruder, Wallah, das ist viel, ja, Wallah. Und dann der so zu mir, Bruder, warum machst du wieder so wie früher immer diese Motto bescheiden und so? Bruder, warum machst du so? Du hast richtig gegeben, du hast richtig gefickt, meint er zu seinem Kollegen. Wallah, ich hab mit dem Abi gemacht, mit dem Harley, ich weiß, wie der ist, Bruder. Der sagt extra immer so, boah, Bruder, ich kann das gar nicht, ich hab gar nicht gelernt, Bruder, ich bin voll schlecht und so. Motto bescheiden und Bruder, weißt du, hat richtig gegeben, ne? Wallah, wie viel Pappe ist denn drin, Bruder? Wollen die mich gerade verarschen? Mehr Unterlagen als für Jobcenter. Okay, Verpackung brauchen wir nicht mehr. Kompliziert, Bruder. Ey, ich war richtig schlecht im Kunst. Junge, Alter, ich hab mir einfach Hausaufgaben gekauft. Wer macht sowas, Alter? Auf jeden Fall zurück zum Thema Fame. Oh, mein Handy klingelt. War schon Fame. Ja, Mann, das will ich auch. Ich hab gehört, da drinnen soll es ein ferngesteuertes Auto geben. Ey, ich darf zwar in keiner Schule mehr arbeiten, aber ich war letztens einfach Klausurthema. Gebt euch das mal, Leute. Wertsetzende Sprache. Was hat das Bild für eine Auflösung? Bin ich gerade in Minecraft oder was? Aber das Krasseste ist, dass ich von diesem Lehrer sogar verlinkt wurde. Geil, direkt danach habe ich gemerkt, mein Kanal durch die Decke gegangen ist und direkt 80 Millionen Abonnenten an einem Tag gemacht und mich mit all meinen Freunden gestritten, weil die zu Hatern wurden. Die Aufgabe lautet, schauen Sie das Video Die Wahrheit über DSDS von dem YouTuber ABK an und überlegen Sie, ob diese Information etwas an Ihrer Einschätzung ändert. Erläutern Sie Ihre Entscheidung. Ich hab's in die Geschichtsbücher geschafft. Aber heul nicht, dein Sohn ist ein Star. Ich meine, weil du bin 30 Jahre und kein Frau. Okay. Wie mache ich das? Ich glaube, das so... Ey Leute, und letztens richtig krass, treffe ich so eine Lehrerin von der Schule, wo ich damals gearbeitet habe, ne? Kommt ihr so zu mir und meint die, na du, ist ja ziemlich blöd gelaufen für dich, ne? Übrigens habe ich dich deabonniert. Das ist, als ob ich jetzt auf die Knie gehe, sag, bitte, was muss ich denn machen, damit sie mich wieder abonnieren, bitte? Und ich sag so zu der, ja, sie haben deabonniert, aber 500.000 haben abonniert. Ich bin schlau! Guck mal, ich bin. Die haben so ein Klavier hier drin, das will ich auch aufbauen. Und am Ende probieren wir die ganzen Sachen aus. Ich weiß doch, wo ich mit Sammy mal in Krefeld war. Wir haben so spontan so ein Abonnententreffen gemacht, ne? Weil es umsonst war, ist es richtig eskaliert. Ich hab wie so eine Fotze direkt rumgeheult. Hört auf! Ich krieg keine Luft! Polizei kam! Hey, Sammy! Sammy! Und dann schreibt mir einer bei Instagram, Bruder, Mann, ich hab dich fast angefasst, aber Polizei hat mich nicht gelassen. Die haben mir Ellbogen im Bauch gerammt, Bruder, haben sie mich fast angefasst. Mir geht's nicht einfach um Polizeisixen, um einen fetten, stinkenden Marokkaner anzupacken. Manche kamen auch so zu mir, meinen die so, ey, ich guck dich gar nicht, aber kannst du kurz meinen kleinen Bruder grüßen? Und ich guck die so an, ich kenn diese Person, ich weiß ganz genau, du hast gar keinen kleinen Bruder. Sag doch einfach, dass du mich guckst. Und dann sag ich, ja, wie heißt denn dein kleiner Bruder? Sag dann mir seinen Namen. Ich so, Jawad, ich kenn dich doch. Deine Mutter ist doch eine Kollegin von meiner Mutter. Ach ja, die Kerme ist einfach krass. Letztens einer aus der Army, der einfach nichts zu tun gab, war Ramadan oder so, schreibt einfach alle Marken auf Instagram und macht mal Kooperation mit ABK. Wenn nicht, macht der Video gegen euch. Auf jeden Fall, Leute, Fame sein hat aber so seine Vorteile. Weil letztens war ich so am Lernen nachts in meinem Biologie-Referat zum Thema Sexualkunde, sehe ich einfach auf so einer Pornoseite, wie Leute in den Kommentaren Werbung machen für das Album von mir und Sammy. Hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber... Fortnite Creator Code ABK Sammy! In West Philadelphia, born and raised on a playground in America, both of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all through it all, shooting some meatball outside of school with a couple of guys who were up to no good. Started making trouble in my neighborhood. Voila. Katze, Katze. Ey, mein Kater, ne? Ich schwöre, der ist pädophil. Guck mal, der ist 10 Jahre alt. Und ich hab den letztens zu Harami Salam gegeben. Der hat eine Katze, die ist 9 Monate alt. Und der hat einfach versucht, die zu ballern. Ich hab sogar damals extra 60 Euro bezahlt, damit die dem Huren so die Eier abschneiden und den kastrieren. Aber trotzdem sogar ohne Eier will der ballern. Daran merkt man, dass der ein Nafri ist, Alter. Auf jeden Fall würde ich euch voll gerne ein Video von meinem Kater zeigen, wie der eine minderjährige Katze ballert. Aber das geht nicht wegen kinderpornografischen Inhalte. Aber ich bin voll stolz auf den. Wisst ihr, wie mein Kater heißt? Yo, Olli. Egal, jetzt scheißt mal da drauf. So, Habibich, jetzt wollen wir mal die Sachen, die ich aufgebaut habe, ausprobieren. So, als erstes bauen wir dieses ferngesteuerte Auto jetzt auf. Erstmal muss ich diese Dildos hier reinschieben. Hier vorne, müsst ihr wissen, ist so eine Infrarotkamera eingebaut. Die erkennt dann, ob hier Sachen in der Nähe liegen oder so. Das ist jetzt die Fernbedienung. Oder sogar Esel im Auto schnell. Wisst ihr noch, wie Jack und seine Freunde angegriffen haben?
Diese Schlägerei werden wir jetzt hier nachspielen. Für die Schlägerei brauchen wir nur 2 Opfer, dann brauchen wir noch ein Auto und 5 Kanaken. Und der Anführer war so ein Fettsack. La, la, la. Boah, Heikel, Bruder, ich hab voll das komische Gefühl, ich schwöre dir. Bocholt die schöne Stadt, die Mögi. Ich hab das Gefühl, gleich passiert irgendwas. Egal, wenn was passiert, du machst voll die Knicks, das ist doch viel wichtiger. La, la, la. Dann hast du wieder Geld für deinen nächsten Tokio-Urlaub, ist doch geil. Ey, Heike, was ist das? Oh, ABK, wen nennst du Kioskverkäufer? Ja, jemand, der im Kiosk steht und Süßigkeiten verkauft. Ey, was ist los, ihr Hunde, Alter? Tötet mich! Ey, ABK soll Klicks machen. Oh, Spaß, ist gar nichts passiert. Ekelhaft, Alter, voll umsonst hier hingekommen. Ich kombiniere jetzt dieser Pop-Piano mit echtem Piano. Was Safi, ihr seid Kennex, ich weiß, was ihr hören wollt.